Ein herzliches Willkommen mal wieder bei Tilki zu einer neuen Sendung Perspektiven. Und ich habe die liebe Linda Giese eingeladen und freue mich total, dass wir uns gefunden haben, Linda, dass du auch schon mir gefolgt bist, als ich dich eingeladen habe und wir da zum richtigen Zeitpunkt irgendwie aufeinander gekommen sind und uns gleich verstanden haben und in regem Austausch stehen. Herzlich willkommen. Stell dich doch vielleicht einfach kurz selber vor, Linda. Dankeschön, liebe Sandra. Ich freue mich auch unglaublich über unsere Begegnung, über die Tiefe, den schönen Austausch. Ja, und jetzt hier zu sein bei dir in deiner Sendung. Herzlichen Dank. Ja, und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt. Mein Name ist Linda Giese. Ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Ja, Herausgeberin des Lebe-Glücklich-Podcasts und ja, in allen Bereichen sehr aktiv, was mit dem Thema Spiritualität und Selbstfindung zu tun hat, und teile einfach gerne mit euch ganz offen, wie es mir geht, was ich glaube, was uns helfen könnte, gut durch die Zeit zu kommen. Ja, und wenn du magst, viel Freude bei diesem Gespräch hier heute. Dankeschön. Ja, und in deinem Podcast gehst du ja, ich glaube, zweimal die Woche wirklich auf die tiefen Themen ein, rund ums Leben, rund um Spiritualität, aber auch wirklich zur aktuellen Zeit. Und wir haben jetzt uns kurz unterhalten, worüber reden wir denn? Es gäbe natürlich endlos Themen bei uns zwei, aber wir haben uns gedacht, was die Menschen, glaube ich, jetzt gerade brauchen können auch, ist wirklich, wie gehen denn Menschen wie wir mit der aktuellen Zeit um? Was können wir da vielleicht euch noch mitgeben? Und dafür sind wir jetzt heute aufgestellt und freuen uns drauf. Ja, sehr. Ja, Linda, wie siehst du denn so die aktuelle Zeit? Es wird uns ja schon wie immer und vor allem wie die letzten 2,5 Jahre sehr viel Negatives vorgespielt. Es geht immer letztlich um die Frequenz von Angst, die in irgendeiner Weise hochgehalten wird in den Medien. Und wer diese Medien natürlich noch konsumiert, ja. Wenn auch nur noch in Telegram, in abgespeckter Form oder wie auch immer, der macht sich natürlich trotzdem so seine Gedanken. Ja, also auch wenn er sagt, die Nachrichten mag ich gar nicht mehr gucken, ich gehe mal davon aus, das ist bei unseren Zuschauern größtenteils der Fall, oder auch sagt, okay, das glaube ich nicht oder da mag ich mich nicht einklinken, aber du kriegst es ja doch mit. Du kriegst mit, jetzt gibt es überall Flughaus, du kannst den Urlaub nicht mehr planen. Es sind ganz, ganz viele Menschen krank. Warum bloß? Wie geht das weiter? Ja? Und dann die ganze Energiekrise. Ich meine, das kommt ja auch auf den Geldbeutel an, ob man da jetzt schon handfeste Probleme hat oder ob man sie noch bekommt oder ob man da gelassen durch die Zeit geht. Wie siehst du das, gerade diese aktuelle Lage? Ich sehe sie sehr schwierig, weil selbst wenn man sich entschieden hat, keine Nachrichten mehr zu konsumieren und vielleicht sich generell mal rauszuhalten, spürt man natürlich jetzt, man kommt nicht so richtig dran vorbei. Man bekommt viel zu viel mit und es scheinen ja auch ja, die ein oder anderen berechtigten Befürchtungen im Raum zu stehen. Nehmen wir das Thema Heizen, Strom, ja, die Lebensmittel werden immer teurer. Also generell die Lebenshaltungskosten werden immer teurer. So. Und ich glaube, du hast vorhin was ganz Schönes gesagt in deinem Anfang. Man ist so orientierungslos und planlos. So ähnlich hast du es gesagt. Und das, was mir persönlich nicht gut getan hat, war dieses Gefühl, ich kann überhaupt nichts planen. Ich kann nicht planen, in Urlaub zu fahren. Ja. Was mache ich mit meinem Job, ja, mit Finanzen, ja, wie gehe ich weiter vor? Und es wirkt alles so, als könnte man nichts planen, weil man nicht weiß, was kommt. Und ich glaube, das ist so das ganz, ganz Schwierige. Und da möchte ich sagen, das können wir verändern. Wir können wieder planen. Wir können wieder uns Ziele setzen. Wir können wieder nach vorne schauen. Wir können versuchen, die Dinge bestmöglich auszublenden, so weit vorzusorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Das kann man ja tun. Und ansonsten wirklich wieder fürs eigene Leben Pläne machen. Denn, so wie wir das gerade auch schon im Vorgespräch gesagt haben, es wird am Ende alles gut kommen. Ja? Und wir können uns jetzt auch in dieser Zeit einfach so aufstellen, dass wir uns so ausrichten, dass wir eine Zukunft haben, eine Zukunft planen. Wie soll es weitergehen? Wo willst du stehen in 3 bis 5 Jahren? Ja? Oder in 10 Jahren? Du ganz persönlich. Ja? Und da eben wieder die richtigen Weichen stellen.
Ja, das hast du total schön gesagt und auch schön aufgegriffen. Das finde ich auch wichtig. Wir haben auch im Vorgespräch ganz klar beide gesagt, wir wissen, dass alles gut ist, ja, und auch alles am Ende noch viel besser sein wird, als es je war. Aber wir wissen beide nicht ganz genau, wie diese Zeit dazwischen sein wird, ja. Und natürlich, was uns jetzt als Realität da draußen vorgespielt wird, kann sich auch ganz schnell ändern, weil sich viele Dinge hinter der Weltenbühne auch derzeit schnell ändern. Ja, da machen wir ja auch unsere Podcasts dazu. Ich finde es sehr schön, die Idee, und so mache ich das auch, zu sagen, ich habe langfristig in die Zukunft geplant. Mhm. Also geplant in Anführungszeichen, das sind ja dann keine ganz konkreten Pläne, sondern du stellst dein Navi einfach ein auf, ich lebe glücklich, ich lebe gesund, ich lebe in Fülle, wie auch immer, ja, du das gerne haben möchtest, das kann man ja dann noch sehr verfeinern. Und dann vertraust du darauf im Hier und Jetzt, dass du jetzt die richtigen Entscheidungen treffen wirst und mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenkommen wirst. Also das Navi führt dich zum Ziel, ja. Und dann kann man schon ganz anders in die Zeit gehen. Es gehört aber natürlich schon ein gewisser Handlungsbedarf manchmal auch dazu, vielleicht zu sagen, okay, ich tue mir noch ein bisschen Holz her, vielleicht fällt wirklich mal das Gas aus oder wird unbezahlbar oder ich lege mir ein paar Vorräte an, was auch immer. Wie ich es wahrnehme, müssen wir es damit nicht übertreiben, aber es kann sich auch einfach besser anfühlen. Ja. Ich habe das gemacht, damit ich es aus dem Kopf rauskriege. Ich habe einen Raketenofen, ich habe hier mein Brennholz, was ich noch kriegen konnte, und auch einen Wasserfilter, sodass ich mir aus irgendeinem Gewässer Wasser filtern kann zum Trinkwasser. So, das habe ich jetzt und dann ist jetzt aber auch gut. Ein paar Vorräte und das war's. Ja, damit ich frei bin. Kerzen, Petroleumlampe und gut ist. Und dann aber auch wieder loslassen und sagen, okay, das ist im Keller, vielleicht brauchen wir es den Winter, vielleicht brauchen wir es in 10 Jahren, vielleicht auch nie. Lass gut sein jetzt. Genau. Mit dieser Spontanität, ich finde es auch irgendwie gut. Weißt du, ich finde es irgendwie auch gut zu sagen, ich buche meinen Urlaub noch nicht irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr vor, weil ich weiß, sonst wird alles viel teurer. Das hat sich total verändert, so ist es nicht. Ich kann ihn nicht mal 4 Wochen vorbuchen, weil ich einfach nicht sicher sein kann, ob in 4 Wochen die Gründe, warum ich es überhaupt buchen wollte, noch dieselben sind oder ob ich schon wieder was anderes entscheide, weil sich die Energien schon wieder verändert haben. Ich kann auch nicht wissen, wie es mit den Flügen ist und so weiter. Deswegen, ich finde es, also ich genieße das jetzt irgendwie auch zu sagen, weißt du was, ich setze einen Schritt vor einen anderen. Absolut. Oder? Absolut, ja. Also ich habe das auch schon sehr lange im Feld, dass ich generell nicht so gerne mich festlegend plane, also sprich Termin hier, Termin da, Urlaub etc. Ich genieße das sehr im Hier und Jetzt und somit auch spontan zu sein. Das tue ich in meinem Alltag. Und trotzdem diese langfristigen Pläne, was die Zukunft anbelangt. Also dieses Navigationssystem einstellen. Und wir hatten zum Beispiel jetzt ein wunderschönes Wochenende gehabt. Wir sind mit Freunden einfach zum See gefahren, Schlauchboot genommen, mitten aufs Wasser und haben einfach die Musikbox dabei gehabt, waren schwimmen und wieder im Boot, schwimmen und wieder im Boot. Und es war so schön. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Das hat einfach total Freude gemacht. So mit guten Menschen, guter Musik, ja. Einfach mal wieder fröhlich sein. Und das war schon schön. Also ich glaube, wir sollten das Leben genießen. Richtig, richtig doll genießen, wenn es möglich ist. Und da schaffen wir Felder gemeinsam und die nähren ja wieder das, was wir eigentlich erleben wollen alle. Und das, was du ansprichst mit den Feldern, das ist so wichtig. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass dir ähnlich geht. Ich spüre so stark, wie positive Felder, also es sind schon noch die Wachstumsfelder, also das geht in eine Neusortierung, aber es sind unglaublich kraftvolle Felder aktiv für uns Menschen. Räume regelrecht. Und wir erschaffen auch Räume mit oder betreten diese Räume und füllen sie dadurch dann auch wiederum. Also es sind sehr, sehr viele positive Energien, kräftige, stärkende Energien zusätzlich zu dieser Angst, die im Feld ist. Oder? Absolut. Und wir entscheiden, wo wir uns einklinken. Genau, richtig. Mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, mit
allem, was wir tun und sagen, entscheiden wir. Und wir können uns auch bewusst einfach mal aus einem Feld ausklinken. Also wenn ich merke, jetzt hat mich ein Gespräch oder eine Nachricht oder was auch immer in ein negatives Feld gezogen, jetzt bin ich in der Angst. Mhm. Einfach mal sich vorstellen, ich klinke mich aus der Angst aus und ich klinke mich in die Freude ein. Und dann mal abwarten, was die nächsten 10 Minuten passiert. Ja, also das funktioniert wunderbar und wir können gleich wieder neu denken. Es kommen neue Situationen, neue Menschen in unseren Tag. Es ist so, es funktioniert so genial alles. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade nutzen können. Ja, diese ganzen Tools, die wir uns eben erarbeitet haben. Und Linda, wie bist denn du dahin gekommen? Also wie war denn dein Weg hin zu der Frau, die jetzt hier vor mir sitzt, die sagt, okay, ich sehe schon, was da passiert, aber ich habe alles in mir, was ich brauche, um die Situationen zu meistern. Mhm. Ich glaube, dein Weg könnte auch so inspirierend jetzt sein für die eine oder andere, die jetzt zu Hause zuhört und sagt, ja, da kann ich mich wiedererkennen. Das ist schön, dass du das fragst. Ich hatte noch vor ein paar Tagen, habe ich noch so eine Rückschau in die Vergangenheit gemacht, und zwar so ganz konstruktiv. Was war eigentlich auf meiner Wegstrecke, was mich so geprägt hat? Und ich bin so in die Vergangenheit gereist und habe dann auch meinem jüngeren Ich Mut gemacht, ja, dass es alles gut kommen wird. Und es war spannend zu sehen, ja, was mein Werdegang. Ich war halt sehr unglücklich als Kind, das müssen wir jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Es war einfach unsere Familie, die war kaputt. Meine Eltern haben sich halt, es war mehr Hauen und Stechen, ja, als positiv. Und das Tragische ist, dass meine Mutter sich eben auch, oder meine Mutter ist früh aus dem Leben gegangen, da war ich gerade 12 Jahre alt, mein Bruder war 9 und dann standen wir da, Haus voll Schulden, mein Vater arbeiten, den kannten wir eigentlich kaum, der war vorher eigentlich nur, ja, zwischendurch mal zu Hause und dann waren wir auf einmal aufeinander angewiesen, ja, und ich als kleines spirituelles sensibles Mädchen in einer Welt, die so rau war, dass ich war so unglücklich, Sandra, also ich glaube bis zu meinem 20. Lebensjahr, ich habe das man könnte würde das heute als Depression bezeichnen, ja, und ich habe mich einfach entschieden, es gab den einen Tag, da stand ich morgens auf und ich wusste, so wird es nicht mehr weitergehen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich wusste nicht, wie ich es schaffen werde. Ich wusste auch gar nicht, was da alles zugehört. Ja? Denn es nicht darum ging, nur die äußeren Lebensumstände zu verändern, sondern dass es vor allem darum geht, mich zu verändern. Meine Sicht auf die Dinge, wie du sagtest, Wende, wir können morgens entscheiden, wie wir uns fühlen oder raus aus der Angst rein in die Freude. Und das, damit begann eine Reise, die mir anfangs auch echt schwer gefallen ist, weil ich mich konstant beobachten musste und immer wieder neu ausrichten musste. Und damals gab es noch kein Internet. Ich hatte auch nicht diese schlauen Bücher gelesen, ja, die man heute überall findet, sondern es war einfach etwas in mir, was wusste, das muss es jetzt tun. Es war wie so ein lichter Moment. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das eine große Wirkung hat, wenn wir entscheiden, was wir denken, wenn wir entscheiden, wie wir über die Dinge denken. Wenn wir wirklich an uns arbeiten, das geht ganz schnell in großen Schritten. Es gibt einen Nachteil, man kann nicht mehr zurück ins arme Opfer-Ich, das geht nicht mehr. Das können wir uns dann selber nicht mehr glauben. Das heißt, die Reise geht dann auf ewig weiter. Ich bin halt der festen Überzeugung, seit damals sowieso mehr denn je, dass die Macht der Entscheidung für mich eines der kraftvollsten Tools überhaupt ist, eine Entscheidung zu treffen. Es geht nicht darum, dass wir uns nicht blamieren oder dass wir keine Fehler machen oder sonst irgendwas. Ich denke, das werden wir immer tun, ja. Und das ist auch in Ordnung. Es geht darum, dass wir entscheiden, was wir tun und eben nicht so abhängig sind von Obrigkeiten. Und das sehen wir ja auch gerade bei uns auf der Welt, wie herausfordernd das ist, wenn Menschen abhängig sind von Obrigkeiten. Mhm. Oder von lauter Angst. Vor lauter Angst ist, etwas falsch machen zu können, lieber gar nichts tun. Und das ist das Gelähmtsein. Und Entscheidung ist ja auch das Schwert aus der Scheide ziehen. Also jetzt geht's los, ja. Mhm. Das erlebe ich auch so im Leben. Entscheide und dann geht alles in eine bestimmte Richtung weiter. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass, also das kann mit der energetischen Wandlung zu tun haben, dass
aktuell, also auch gerade ganz aktuell, das Thema Entscheidung und positive Dinge ins Leben ziehen eine erhöhte Kraft eingenommen hat. Erlebst du das auch so? Absolut. Das ist wie Magie. Also das Menschen kommen ins Leben, die bringen genau das mit, was du brauchst. Ja. Verbindungen zeigen sich von, also ich hätte es mir vorher nicht zu träumen gewagt, was zurzeit passiert. Also ich finde, gerade in den letzten 2 Jahren treffen sich ganz verstärkt die Seelenverwandten. Total. Also kommen viel mehr die zusammen, die jetzt ja auch überpersönlich zusammenfinden. Also da, es spielt jetzt in diesen neuen Beziehungsqualitäten auch gar nicht so die große Rolle. Ah, wir kennen uns schon 20 Jahre, unsere Familien kennen uns, kennen sich und wir haben schon dies und das miteinander erlebt. Nee, du schaust dich an oder du hörst dich, wie auch immer, und du weißt einfach, zack. Wir haben was miteinander vor oder wir kennen uns oder wie auch immer. Und dann geht so ein Weg da auf einer Ebene weiter, wo du vorher ganz lang gebraucht hast, um da überhaupt hinzukommen. Absolut. Das, und dem sollten wir folgen und auch Platz machen, finde ich, in unserem Leben. Absolut, ja. Ja, das ist wirklich diese alten Konzepte loslassen und offen sein für die Tiefe, die Authentizität, die Echtheit. Ja, manchmal fühlt es sich an wie Wunder, ja, also Begegnungen, Möglichkeiten. Ja, ich habe das letztens in unserem YouTube-Live-Event abends gesagt, es fliegen so viele Samenkörner durch die Luft, ja, aber ob sie in unserem Leben Früchte tragen, also keimen und wachsen, das liegt an uns und das ist unser Boden. Und wann kam dann bei dir in deinem Leben so der Moment, wo du so das Gefühl hattest, jetzt habe ich den Durchbruch? Also jetzt habe ich nicht in Anführungszeichen nur eine Entscheidung getroffen, sondern jetzt wirkt es wirklich und jetzt bin ich wirklich in einem Leben angekommen. Das habe ich mir eigentlich gewünscht. Da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da wirklich lande. Das war auch vor ein paar Tagen. Also ich denke zwischendurch, ich hatte immer wieder solche Momente, wo ich dachte, boah, das war jetzt der Durchbruch. Ja, aber das hört halt nicht auf, wenn wir dranbleiben. Ja, das ist klar, wenn man einmal weiß, wie es geht, das ist schon schön, den Weg zu verfolgen. Aber ich habe das letzte Tage gehabt, da bin ich so morgens so in meinen Tag hineingetrödelt und es war einfach alles schön und so liebevoll. Und dann habe ich mich von außen beobachtet, so mit den Augen eines Menschen, der noch nicht da ist, wo ich bin. Es ist für mich natürlich vieles eine Selbstverständlichkeit mittlerweile geworden. Ja? Aber ich habe mal mit anderen Augen drauf geschaut, und zwar mit den Augen, auch hier wieder aus dem früheren Ich. Wie kommt man da hin? Wie schafft man das? Mit den Augen habe ich drauf geschaut und das hat so viel mit mir gemacht, wo ich einfach sagte, boah, was ein Glück. Aber es ist mir natürlich auch bewusst geworden, es war nicht nur Glück hier, sondern es war eben wirklich diese Arbeit und dieses Vertrauen, dieses Dranbleiben. Also ich habe ja so einen Lieblingssatz, Kontinuität bescheißt dich nicht. Ja? Weil wenn du kontinuierlich an einer Sache dranbleibst, führt die einfach irgendwann zum Ziel. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Wege so gegangen bin und kann sie auch jedem nur empfehlen, also in sich selbst zu investieren. Weiterbildung machen, herauszufinden, wie möchte ich gerne wirken, wie soll mein Leben aussehen, da sind wir wieder bei den Zielen, ja, oder Plänen, ja, einfach mal zu fühlen, wie soll mein Leben aussehen und dann auch ganz fair und offen sagen, was braucht es denn dafür, um dorthin zu kommen, eventuell, was glaube ich könnte dazu führen und dann diese Wege gehen. Dann einfach diese Wege gehen. Ich glaube, ein ganz wichtiges Bild, das wir hier jetzt gerade gemeinsam vermitteln und vielleicht noch ein bisschen erklären dürfen, ist, du sprichst viel so von Zukunft, Vergangenheit und wie du dann aber auch aus allen Seiten darin wirkst. Also du hast in der Vergangenheit durch Entscheidung ja in deiner Zukunft was verändert. Klar, das ist den meisten noch klar irgendwo, ja, manifestieren. Also ich setze ein Ziel in die Zukunft. Aber es geht ja auch andersrum, weil die Zeit nicht linear ist. Sie hat keinen Anfang und Ende. Sie läuft nicht ab in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern du kannst jederzeit überall hinwirken. Und wenn du eben dich mal zum Beispiel aus der Zukunft betrachtest und mit diesem Zukunfts-Ich dann aber auch vielleicht in Dialog gehst, dann kannst du vielleicht noch
genialer dein Navi einstellen auf etwas, worauf du vielleicht bisher noch gar nicht gekommen wärst. Oder du kannst dein Zukunfts-Ich fragen, wow, wie bist du denn da hingekommen? Und die Schritte empfangen und vielleicht noch schneller oder direkter oder ohne Umwege umsetzen. Absolut, ich mache das halt häufig. Bitte? Arbeitest du so? Konkret? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich mache das ganz häufig. Mein Zukunfts-Ich, da habe ich einen sehr schönen Kontakt zu. Und das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Schon komplett grau, ein bisschen bobbig, immer noch unkonventionell, aber ganz ruhig, ganz gelassen in sich. Und sie schaut auf wirklich ein wundervolles Leben im Jetzt, in der Zukunft. Und auch schaut sie zurück und spricht ganz klar mit mir und gibt mir die Kraft, so meinen Weg einfach auch weiterzugehen. Ne? Sie sagt mir nicht genau, was ich tun soll. Ja? So, also, tu das. So. Sie weiß ja, dass ich das eh tun werde, weil sonst wäre sie ja nicht angekommen. Ja? Also das gehört ja alles miteinander zusammen. Aber ja, ist so die Frage, wie viel Spielraum haben wir darin und werden wir es überhaupt jemals erfahren, wenn wir uns anders verhalten haben? Nein, ich glaube, dass es viele verschiedene Möglichkeiten der Zukunft gibt. Definitiv. Also ich bin mir auch sehr sicher, ich hätte auch mit einem anderen Zukunfts-Ich Kontakt aufnehmen können, was ein ganz anderes Leben führt. Habe ich aber nicht. Und da habe ich aber nicht, ja, und das ist, glaube ich, wichtig. Es ergab sich ja so, das war mir, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig. Wir können ganz gezielt mit dem Zukunfts-Ich Kontakt aufnehmen, was aus unserer jetziger Sicht den Weg beibehalten hat, den wir gegangen sind, genau die Berufung. Und wenn ich sage das Wort erfolgreich, also dieses Zukunfts-Ich, was all das, was du dir wünschst fürs Leben, erfolgreich lebt und umgesetzt hat. Genau. So, und mit diesem Zukunfts-Ich habe ich Kontakt aufgenommen. Und das halte ich auch. Da gibt es auch für mich kein anderes Ich. Keine andere Möglichkeit mehr. Es gibt nicht für mich die Möglichkeit, dass mein Zukunfts-Ich krank ist und irgendwo Hilfe braucht und in absoluten Chaos versinkt. Das gibt es nicht. Aber also ist bei mir auch so. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, wenn es diese Möglichkeit noch für jemanden gibt im Leben. Ja, also wenn jemand da wirklich eine starke Vision noch von sich hat, wie alles schief läuft oder wie man ganz sicher mal krank wird. Also ich kenne einige Leute, die völlig überzeugt sind, dass sie einfach später krank sind, weil sie eben wild gelebt haben oder weil ja jeder ab 50 irgendwelche Wehwehchen hat, was auch immer. Ja. Und wenn diese Vision noch stark ist, dann sollte man die nicht nur wegdrücken. Ah, das stimmt. Nicht einfach nur sagen, oh, dich will ich nicht, ich wähle das andere. Unsere Wahl als Schöpferwesen ist zwar sehr, sehr wichtig, die sollten wir ständig treffen und uns immer dieser Kraft bewusst sein, aber wenn das andere auch kraftvoll ist und wir schieben das einfach nur weg, dann wirkt es aus unserem Schatten. Ja, und ja, da sind wir bei der Schattenarbeit, die du ja sicher genauso machst. Ja. Und da sollten wir hingucken. Und das war mit ein Grund, warum ich dich auch eingeladen habe, Linda, weil ich gemerkt habe, dass du da auch hinter die Kulissen blickst, dass du tief bohrst und dass du auch mal das Risiko eingehst, dass dir ein paar Leute abspringen, weil du heute ein paar Dinge aussprichst, die vielleicht nicht jeder hören mag. Und also du bist auch nicht diese weichgespülte Spiritualität, sondern du bohrst. Aber und wie? Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, du hast es schon sehr schön beschrieben, dass die Dinge, die wir verdrängen, die wirken aus dem Schatten. Und wir haben ja so viele Dinge sowieso schon in uns verdrängt. Da brauchen wir uns jetzt gar keine, ne, geben wir uns jetzt Mühe, nicht zu verdrängen, aber da ist ja schon ganz viel. Und das zeigt sich nicht einfach so. Das war ein reines Überlebensprogramm vielleicht auch, Dinge zu verdrängen. Und ich gehe halt, das mache ich in meinen Ausbildungen, das mache ich bei mir persönlich und da gehe ich auch mit meinen Teilnehmern hart ins Gericht und aber auch mit mir selbst. Ja, wenn mich etwas triggert oder mir etwas Angst macht oder etwas beunruhigt, besorgt, dann gucke ich hin, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Und das Abgefahrene ist, die Antwort darf nur mit mir zu tun haben. Die darf nicht mit den äußeren Lebensumständen zu tun haben oder irgendetwas. Die Antwort darf nur mit mir zu tun haben. Und wenn ich diese Antwort gefunden habe, dann gehe ich noch tiefer und noch tiefer. Und bis ich tief im Schatten bin und dieses Gefühl von damals als das
in den Schatten verdrängt wurde, was auch immer da verdrängt wurde, bis ich das Gefühl von damals habe und durchfühle und mir zeige, dass nichts passiert, wenn ich dieses Gefühl fühle. Denn wir haben ja unsere Gefühle in den Schatten verdrängt. Es geht ja meist gar nicht um die Lebensgeschichte. Ja? Ich habe eine ganz große Regel bei uns in den Ausbildungen, sage ich immer, keine Geschichte. Ja, aber du musst doch wissen, warum ich so bin, warum es mir so geht. Das hat doch mit meiner Geschichte zu tun. No, no. Die Geschichte interessiert nicht. Da wollen wir nicht dran festhalten, sondern wir gehen rein und schauen, klar, woher kennst du das Gefühl? Aber die Geschichte dazu nicht. Wir bleiben in der Eigenverantwortung. Mhm. Weil solange wir in diesen Geschichten bleiben, geben wir die Verantwortung ab. Ist der andere wieder verantwortlich, schuld, was auch immer, geht man schnell wieder in die Projektion. Ja, total. Führt dich dann, also kurze Erklärung dazu, zu meiner Frage vorab. Mit Teki machen wir es so, dass wir folgen nicht so der Sache, sondern ich gehe in dem Moment einfach rein und sage, und dazu das Urtrauma transformieren. Mhm. Über den Täterzustand. Und dann kann es sein, ich lande irgendwo in der Kindheit. Und habe da dieses Urtrauma, also dieses Ereignis, aber wie du sagst, das Ereignis ist es nicht, sondern was hat es mit mir gemacht? Genau. Es kann aber auch sein, ich bin auf einmal in meiner Ahnenlinie und die Großmutter hat das erlebt. Und ich habe das nur über das Familiensystem, über die Energetik, über das Zellbewusstsein übernommen. Und es kann auch noch sein, ich lande auf einmal in einer anderen Inkarnation und da ist das Urtrauma. Und nach dem Gesetz der Resonanz reinszenieren wir es ja immer wieder, um immer wieder die Chance auf Heilung, auf Lösung der Situation zu kriegen. Genau. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, wenn ich diesem Gefühl einfach nur folge, oder nein, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie ich da so konkret an was rankomme. Kommst du da auch in andere Leben oder wirkst du hauptsächlich in diesem Leben und sagst dann, indem ich es hier auflöse, löst es sich in alle Dimensionen auf? Das ist wieder das, was du vorhin gesagt hast. Wir können auch von hier und jetzt in die Vergangenheit hineinwirken. Und da macht die Vergangenheit ja nicht Halt bei der Geburt, ja, sondern... Ja. Da gehen wir bis in vorherige Inkarnationen, inklusive auch die übernommenen Themen, was unsere Ahnen anbelangt. Ich bin jemand, der es sehr favorisiert mit dem Menschen, mit dem ich arbeite, dass derjenige voll in seiner Eigenverantwortung ist. Mhm. Und ich habe in der Vergangenheit einfach festgestellt, dass wenn wir zu sehr in Ahnen oder Vorleben gehen, dann wird da was gemacht. Ja? Aber die Verantwortung fürs Hier und Jetzt bleibt auch manchmal auf der Strecke, genau. Ja. Und deswegen, du sagst mit der Reinszenierung, das bedeutet, egal wo das Urtrauma, in welchem Leben es wirklich liegt, wir finden einen Urstartpunkt in diesem Leben. Mhm. Und das finden die Reaktivierung im Prinzip. Ja. Genau, und wenn wir es da lösen, und das nenne ich halt den Urschmerz lösen, dann wirkt sich das auf alles aus, was davor gewesen ist. Und das merkt man auch sofort. Ja. Und das geht über das Gefühl. Das geht sehr gut. Das ist eine bestimmte Technik. Ich unterlasse es auch, demjenigen zu sagen, was sein Urtrauma ist. Das wird derjenige selber erkennen, mit meiner Hilfe. Aber das ist mir einfach total wichtig, weil ich glaube auch, es gibt nicht nur dieses eine Urtrauma. Ja. Man könnte es so benennen. Aber wir haben einfach noch ein paar andere Aspekte, selbst wenn die danach ausgelöst oder dadurch ausgelöst worden sind. Und ich mag das einfach sehr. Du kannst jede Situation im Hier und Jetzt nehmen. Er hat letzte Tage oder 2-3 Wochen war das, eine Teilnehmerin, die hat sich über mich geärgert. Ja? Und als sie dann an mir vorbeilief, sagte sie, das hat mich gerade sehr getriggert, dass du... Ich so, okay, super. Es ging einfach um einen Stuhl. Also was sowas Simples. Es ging um einen Stuhl. Ich sage, dann lass uns mal direkt starten. Wieso triggert dich das? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Perfekt. Ja, wie fühlt sich das an? Wo fühlst du das in deinem Körper? Was passiert denn, wenn das und das, wovor du so viel Angst hast, eintrifft? Und dann immer weiter. Und dann irgendwann, wenn du merkst, die Schichten öffnen sich und dann... Woher kennst du dieses Gefühl? Und dann ist derjenige, das ist wie eine Trance, ja, das ist wie ein Zustand X, aber eben sehr bewusst, dann bist du auf einmal in einer Situation, wo du dich als Kind komplett ohnmächtig gefühlt hast.
Und das muss kein Drama gewesen sein, was da passiert ist. Das kann ein Missverständnis sein, was aber für dich als Kind einfach traumatisierend war. Und dann gehen wir da rein und dann lösen wir das. Aber es gibt halt eben so viele schöne Aspekte, wie man solche Dinge lösen kann. Eben du machst das mit Teki so, ich mache das so. Ich habe eben gerade deswegen nachgebohrt, weil ich die Gemeinsamkeit immer suche, weil ich weiß, alles, was funktioniert, führt eigentlich immer zum selben am Ende, weißt du? Und also ich bin überhaupt kein Mensch, der Unterschiede sucht, wo keine sind. Das innere Bild, das sich mir zeigt, ist so, bei mir ist immer diese Lebenslinie ganz klar vor Augen. Und dann sehe ich auch, wenn ich mich darauf konzentriere, auch bei anderen jetzt ganz klar, das ist Ursprung Ahnenlinie oder was auch immer. Aber es ist ja, der zeitliche Ablauf ist ja ein Kreis, ohne Anfang, ohne Ende, eine Endlosspirale, wo sich alles wieder trifft. Und deswegen... bei mir, Tanz, ne? Verwoben, ne? Genau, also bei mir stellt es sich bildlich tatsächlich so dar, ich löse es irgendwo und ab da fließt das Licht auch wieder ins Jetzt rein und alles wird Licht. Also für mich ist das so, das, was ich jetzt löse, das löse ich für meine Vorfahren und auch für die, die nach mir kommen. Ich löse es in alle Richtungen. Und das, als du jetzt gesprochen hast, war für mich wie so ein Blitz aus dem Jetzt, das in alle Linien reinwirkt. Genau. Also im Prinzip eine andere Vorgehensweise mit dem genau gleichen Ergebnis. Absolut. Ja, genau. Das sind die Gemeinsamkeiten. Deswegen, ich sage, genau. Es gibt so schöne Möglichkeiten, das Thema zu bearbeiten oder die Themen. Man muss für sich finden, womit man sich wohlfühlt. Aber wichtig ist, dass wir da hineinwirken. Und ich habe damals, sagt das nämlich auch die nach uns kommen, ich glaube, ein ganz großer Motivator, diesen Weg so konsequent zu gehen, war eben, als ich dann mal irgendwann erkannt habe, Mensch, mein Leben sieht so und so aus, dass meiner Mutter sah so und so aus, dass ihrer Mutter sah so und so aus. Und irgendwie habe ich gedacht, verdammter Shit, irgendwie, das ist immer wieder so eine Wiederholung. Und dann hatte ich so meine kleine Fünfjährige an der Hand, ein blondes Mädchen mit großen Augen, was mir einfach durch und durch vertraute. Und ich wusste, wenn ich das Ding nicht durchbreche, diese Linie. Jetzt so weiter. Genau, weil all ihr Vertrauen in Ehren, ja, das kann sein, dass es in die Hose geht. Und die ersten Aspekte hatten sich ja auch schon gezeigt. Und das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich weiß nicht wie, aber eines ist Fakt, ich gehe jetzt meinen Weg und ich löse die Dinge auf und achte darauf, dass ich mich so ausrichte, wie ich leben will, wie ich mich erfahren will, auch wenn mir manchmal noch was fehlt, wenn ich hier stehe und dahin will, das klar, natürlich, das Leben ist ständig ein Sog zu irgendwas hin bei mir, ja. Aber ich gehe den Weg und zwar konsequent und nach da und nach innen. Und das war wichtig für mein Kind. Nochmal eins zurück zu dem Gefühl. Gibt es denn auch Menschen, also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich sehe ein Symptom in meinem Leben, eine Auswirkung, zum Beispiel eine Krankheit oder so, aber ich fühle da nichts zu. Ich habe da kein Gefühl dazu. Wie findest du dann den Zugang? Weil es gibt ja Menschen, die sich tatsächlich schon sehr früh, damit es nicht so weh tut, Ersatzprogramme angelegt haben, immer wenn ein Gefühl kommt, direkt in den Verstand zu gehen, damit man es logisch machen kann. Und dann fehlt natürlich die Energie in den unteren Chakren und du kannst in den unteren Chakren nicht mehr wirklich fühlen, nicht mehr wirklich bewusst sein, aber es tut dafür auch nicht weh. Wie gehst du da vor? Ja, also immer vorausgesetzt, dass das auch ein Mensch ist, der mit mir arbeiten möchte. Ja, also weil da ist ja dann eine Offenheit da. Also ich würde jetzt niemanden belehren wollen, der das gar nicht will. Weil das ist ganz wichtig, weil mit diesen Menschen ist es schwer, auf der Ebene zu arbeiten. Für mich, aber auch für sie selbst, weil sie es ja eben wirklich nicht fühlen. Ja. Da brauchen wir also auf jeden Fall die Bereitschaft. So, deswegen musste ich das vorweg sagen. Oder wollte ich das vorweg sagen? Wir gehen an das Programm. Weil das Programm, ich nenne das immer Überlebensprogramm, das ist halt sehr früh, also beim Entstehen der Urwunde schießt das Überlebensprogramm hoch, ja, und checkt aus, was funktioniert und bildet sich und letztendlich sind wir als Erwachsene unser Überlebensprogramm auf zwei Beinen, müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, ja. Und dann gehen wir erst an das Programm, wir schauen, was für Themen
ziehst du automatisch, wenn es eigentlich Richtung Gefühl geht? Was passiert dann? Mhm. Und warum passiert das? Was gibt es dir? Was schenkt dir das? Also wir machen uns diese Programme erstmal richtig in der Tiefe bewusst und versuchen Wege zu finden, da schon so gut es geht, das Programm abzubauen. Ich habe das dann bildlich immer wie so eine Mauer, dass wir so Schicht für Schicht abtragen und darüber funktioniert. Und eben ohne Angst auch ins Gefühl dann finden. Genau. Ja, weil solange man Angst hat vor dem Schmerz, geht man nicht tief genug rein. Genau. Mhm. Und man muss auch ganz fair dazu sagen, jeder Mensch hat sein Tempo. Und wenn man so starke Angst vor Gefühlen hat, ja, dann darf man sich auch die Zeit nehmen, wirklich Stück für Stück erstmal die Dinge ganz ruhig anzugehen. Da muss man nicht den Fokus haben, Urwunde muss jetzt gelöst werden. Mhm. Klar, das ist unser Ziel, aber das kommt schon. Aber erstmal ist das ja schon eine Riesenentlastung, wenn wir die automatisierten Programme durchschauen und verändern. Und das führt mich jetzt auch gerade nochmal zu unserem Basisthema eigentlich heute, die aktuelle Zeit. Und es ist ja schon für viele Menschen jetzt gerade ein Beschleuniger. Ja, also es poppen einfach die letzten 2,5 Jahre so viele Programme auch hoch, Angstprogramme auch hoch. Also ich habe das schon gleich im April oder Mai 2020, habe ich gesagt, Leute, jetzt, das ist eine super Chance. Schaut euch eure Traumen an, schaut euch an, was jetzt gerade hochkommt, wenn die Straßen leer sind oder wenn du dich eingesperrt fühlst oder ja, wenn eine Gefahr anscheinend da ist und so weiter. Was macht es in dir? Weil da eben wirklich die ganz tiefen alten Dinge auch mit Leichtigkeit hochgespült wurden. Und wenn wir hinschauen konnten, dann konnten wir es einfach abschöpfen, transformieren, danke, tschüss. Aber dieser Widerstand ist ja immer das Thema, ja, oh, das will ich nicht, das tut weh, das ist unangenehm. Und vor allem, ich habe keine Tools, um damit jetzt irgendwie würdig umzugehen, kompetent umzugehen, also schiebe ich es immer wieder weg. Hatten wir ja schon mit dem Schatten. Ich spüre aber schon auch, dass manche jetzt gerade so ein bisschen wie in einen inneren Stress kommen. Oh, jetzt stehen die ganzen Ereignisse an und jetzt passiert so viel und alle reden von der neuen Welt. Und komme ich da überhaupt noch mit? Komme ich da hin? Kann ich überhaupt es noch schaffen, in die neue Welt zu kommen, wenn ich doch jetzt gerade erst angefangen habe, meine Dinge aufzulösen? Also ich wäre nie auf so eine Frage gekommen, aber die wird mir ganz oft gestellt und da sehe ich, dass das doch viele Menschen bewegt. Ich habe meine Antwort, die ich immer dazu gebe, aber ich würde gern deine hören jetzt. Was würdest du diesen Menschen antworten? Also natürlich kommen sie mit in die neue Zeit. Ja, also selbstverständlich, es geht nicht darum, weiter zu sein oder nicht weiter zu sein und gerade erst angefangen oder nicht angefangen, sondern wir alle kommen in die neue Zeit, wenn wir das möchten, weil es ist ja letztendlich, es ist ja ein Bewusstseinsshift. Es passiert ja einfach nur über unsere bewusste Wahrnehmung. Wie nehme ich die Dinge wahr? Wie antworte ich auf die Dinge? Wie ist meine Einstellung? Kann man auch ganz sanft oder einfach sagen. Ich glaube auch, es werden ganz viele Menschen in die neue Zeit kommen, die mit Spiritualität gar nichts bewusst zu tun haben. Ja, das ist alles gar nicht so wichtig, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Ja, weil die Herzfrequenz eben auch zählt. Genau, richtig. Ja. Es geht darum, wie bist du ausgerichtet? Genau, Herzfrequenz, ja. Mhm. Es gibt so wundervolle, fühlende Menschen, Herzensmenschen, ja. Die brauchen sich auch gar nicht so um die Spiritualität kümmern, wie wir das noch tun. Also ich nehme mal meine Tochter, die ist 25, die ist hochspirituell. Die braucht weder Tools, noch muss die darüber groß reden. Für die ist das so normal, was wir noch, also unsere Generation, mit ganz viel Arbeiten und Tun und Reden und Lernen und sich aneignen, wo wir uns einfach auch damit beschäftigen, ganz bewusst. Das ist ja mein Lebensinhalt, ja, bei dir ja auch. Ja, das ist ja, wir machen ja nichts anderes. Und die ganz jungen Leute, viele, die sind das einfach schon längst. Und so kann man das auf jeden übertragen. Es braucht keine Angst haben, nicht mitzukommen. Und also zumindest nicht die sich das fragen. Ja, genau. Sagen wir es mal so. Also meine Wahrnehmung ist nicht, dass alle Menschen, die jetzt gerade inkarniert sind, auch die neue Welt leben wollen, weil die Seele wählt ja. Und es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich
ich will das gar nicht. Ich will noch ein bisschen 3D spielen. Ich will noch ein bisschen Angst und Krieg und Trennung und Konkurrenz erfahren. Und ich mag mich jetzt nicht so daraus beamen, sondern ich mag eine handfeste Entwicklung durchmachen. Mhm. Ja, also ich bin überzeugt, dass ganz viele jetzt auch andere Ebenen wählen und vielleicht in den nächsten Jahren auch aus unserem Blickfeld verschwinden werden. Aber das nicht tragisch zu betrachten ist, sondern dass wir uns da wirklich freuen können, auch für die Seelen, für uns alle, weil jeder da landet, wo er sich hingewählt hat. Da ist es wieder dieser ewige Tanz. Ja. Wir müssen das nicht bedauern oder was. Das ist einfach, wir sind verwoben in einem Tanz und der eine spielt noch ein bisschen auf 3D, die anderen gehen woanders hin. Ja, das. Und irgendwann treffen wir uns alle wieder. Das ist es halt. Ja. Das ist es halt, genau. Mhm. Und es ist immer so schwer zu verstehen, gerade wenn jetzt gerade die Welt ein bisschen chaotisch ist und wir uns Sorgen machen. Und, aber da sehen wir halt auch, wie sehr wir konditioniert sind, auf die Welt der Materie zu achten oder uns so sehr damit zu identifizieren. Ja. Ja. Und ich denke, dass es jetzt halt immer mehr in das Vergeistigte gehen wird und Zugänge sich einfach öffnen, Herzensverbindungen wieder gelebt werden können. Und da wird einfach die Welt der Materie ein Stück in den Hintergrund geraten. Also von der Dominanz. Ja. Mhm. Also auf Seelenebene kann man sagen, niemand geht verloren. Mhm, genau. Auch wenn wir auf dieser körperlichen Ebene jetzt manche Menschen dann vielleicht eben eine Weile lang nicht mehr sehen. Mhm, genau. Ja. Ja. Und gibt es das bei dir im Leben auch? Wie gehst du damit um? Wenn was? Sorry, wenn es unklar gestellt war. Also bist du auch diese Phase durchgegangen, die Spaltung genannt wurde? Ah. Ich habe es ja immer eher die sinnvolle Umverteilung genannt, ja, dass wir es einfach auch aus einem positiven Blickwinkel betrachten können. Aber ich habe schon gesehen, das hat jetzt vielen Menschen enorm zugesetzt, weil eben diese Umverteilung quer durch Freundschaften, Familie, überall durchging. Kannst du da noch ein paar Sätze vielleicht dazu sagen? Wie gehst du damit um, beziehungsweise was empfiehlst du? Wie können wir da auch in eine erweiterte Perspektive gehen? Also mich hat es selber auch zwischendurch ganz schön geschüttelt, muss ich auch dazu sagen. Also da bin ich auch nicht so schnurstracks durch, sondern da gab es immer wieder Zeitabschnitte, ja, wo ich einfach auch mal reintauchen durfte, wie fühlen sich andere Menschen, die wirklich in dieser Angst sind, ja, um das zu verstehen, weil ich hatte wirklich auch Angst und auch das Thema Spaltung und ja, Trennungen auch im nahen Umfeld. Ich von meiner Seite aus bin offen und tolerant den Menschen gegenüber, also egal wie sie sich entscheiden. Aber natürlich hatte ich auch meine Frustration und meinen Ärger, was da so auf der Politbühne gespielt wird und vielleicht auch dahinter. Also das hat mich schon sehr beschäftigt und das tut es auch immer wieder noch, wo ich echt denke, wow, also bei allem Tanz, ja, das ist schon bitter, dass Menschen einfach so mit anderen Mitmenschen umgehen. Ja, wir sehen es ja aber auch bei den Tieren, bei der Umwelt, also man kann es ja auf alles beziehen. Es kommt jetzt halt gerade so stark ins Blickfeld, dass wir wirklich erkennen, was los ist und das kann einen schon mal extrem schütteln und was ich empfehle, ist, sich erstmal keinen Stress zu machen, wenn man mal wieder drin ist in der ganzen Informationsflut, dann ist das eben so, erkennen, dass man wieder reingeraten ist, schauen, dass man die Lehren daraus zieht, die man für sich ziehen kann und möchte und sollte und dann aussteigen, Natur, Freunde treffen, Menschen suchen, mit denen du gut zurechtkommst. Also ich glaube, am Leben teilzunehmen. Ich habe mich sehr zurückgezogen die 2 Jahre. Ich fange jetzt eigentlich erst gerade wieder an, so seit einiger Zeit wieder ins Leben zurückzufinden. Ich habe mich komplett zurückgezogen, weil ich konnte mit den ganzen Menschen, ich konnte nichts mehr damit anfangen. Ich wollte ihn nicht mehr sehen. Ich habe das ganze Szenario da draußen nicht. Ich wollte es nicht sehen. Das hat mich fertig gemacht. Die Menschen mit ihren Masken, die Ängste, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Ja, aber ich denke, beides ist okay. Rückzug auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder ganz normal versuchen, am Leben teilzunehmen, da wo es geht. Ja, gute Menschen treffen, private Partys veranstalten, Freude haben, tanzen, lachen,
gemeinsam etwas miteinander kreieren, Unternehmen kreieren. Das sind Dinge, die ich, glaube ich, also ganz irdisch, ganz wichtig finde. Ich finde nämlich überhaupt, dass es sehr auffällig ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, für mich ist so wahrnehmbar seit geraumer Zeit jetzt schon, dass der irdische Aspekt, dieses Menschsein als Mensch, so stark in den Vordergrund gespielt wird oder wichtig ist. Ja. Vorher war es immer so, dass der spirituelle Aspekt so vordergründig war, wohin richte ich mich aus? Und jetzt wirklich diese ganzen Themen als Mensch ganz normal mit seinen menschlichen Bedürfnissen auch mit einzubeziehen. Hast du das auch so? Spürst du das? Eigentlich nicht. Also mal nicht jetzt in meinem Leben. Ich kann auch nicht mehr mitsprechen jetzt mit Angst und so, habe ich seit Jahren überhaupt keine. Die habe ich vor vielen Jahren abgelegt. Also auch nicht verdrängt, sondern erfolgreich bearbeitet. Das ist, mir macht das alles überhaupt keine Angst. Und mein Leben hat sich auch nicht sonderlich verändert seit dieser Zeit. Also ich bin immer dieselbe geblieben und ich habe immer gleich auf die Themen geblickt. Ich habe nur ein bisschen umstrukturiert, ja, in dieser Zeit zum Beispiel Online-Seminare dann gestartet, weil live nicht möglich war oder so. Und dadurch hat sich vieles in meinem Alltag verändert, aber nicht in mir. Zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist mir noch so eingefallen, ich finde es ganz einfach zu unterscheiden, weißt du, auch dieses alte Welt, neue Welt oder auch ist es jetzt okay, wenn ich das tue oder wie sich jemand verhält, wie habe ich das einzuordnen, weil dieses positiv, negativ ist immer wertend, ja, oder gut und schlecht und so weiter. Ich frage mich immer, ist das lebensfreundlich oder lebensfeindlich? Und das können ja auf alles beziehen, ja, egal wie sich jemand ernährt, wie jemand mit der Natur umgeht, mit den Tieren umgeht, was du eben gerade erwähnt hast, ja, wie man auch mit anderen Menschen umgeht, weil in gewisser Sinne, in gewisser Weise ist es ja auch lebensfeindlich, wenn ich mit dir spreche und da irgendwie so Sätze streue oder Energien streue, während ich lächle, dass es dir nachher schlechter geht als vorher. Das ist ja auch schon lebensfeindlich. Ja, es dient nicht dem Leben, sich so zu verhalten. Und es macht immer eine Abwärtsspirale und stärkt Felder, die wir gar nicht haben wollen. Und das ist total wichtig zu sehen, dass wir mit allem wählen. Wir wählen mit jedem Einkauf, mit jedem Nahrungsmittel, mit jeder Kosmetik, mit jedem Wort, das wir auch jemandem sagen, wählen wir, ob wir das alte Konzept leben, also das Konzept der alten Welt, wo ich vielleicht noch jemanden als Konkurrenz wahrnehme oder irgendwie nur aufs Geld achte und lieber billig einkaufe als wertig, ja, und oder ob ich das Konzept der neuen Welt lebe, wo es einfach um Lebensfreundlichkeit geht, um die Liebe zu allem. Und wenn ich Liebe zu allem habe, dann sind ja manche Dinge einfach unerträglich. Dann kann ich es gar nicht mehr ertragen. Weißt du, auch zum Beispiel Musik. Ich höre manchmal richtig, obwohl das Lied objektiv betrachtet gut wäre, wenn es im Radio läuft oder so. Aber ich höre, wie derjenige guckt, dass er den nächsten Ton trifft, jemanden beeindrucken will mit dem Gesang oder so ein Duett und die schlachten sich gegenseitig ab und denken noch, sie singen zusammen. Nein, die singen gegeneinander und je mehr du Frequenzen wahrnimmst, umso mehr hörst du das eben auch alles und manche Dinge sind dann nicht mehr zu ertragen. Und deswegen ist es jetzt auch gut, dass wir diese Wahl haben und dass wirklich etwas Neues entsteht, weil auch Menschen, die das alles fühlen, irgendwann mal wo ankommen müssen, wo sie sagen, hier kann ich mich entspannen, hier ist das alles nicht mehr, was vorher für mich schmerzhaft war. Genau. Und das erschaffen wir selbst. Ja, das erschaffen wir selbst, genau. Diesen Raum, dieses Puh, jetzt ist es könnte man aber natürlich auch sagen, wenn das aber schmerzhaft für dich war oder kaum auszuhalten, wo hast du da noch den Schatten? Ist es jetzt Feingefühl oder Empfindlichkeit?
Empfindlichkeit, also das waren schon natürlich, deswegen, ich habe auch, für mich ist das auch gar nicht schlimm, wenn ich mal Angst habe oder mich über etwas ärgere, weil ich freue mich dann, dann weiß ich, ah, okay, worum geht es denn gerade wirklich? Ja? Da kann ich hinschauen. So. Ja, also ich habe das, klar, natürlich, ich habe diese aktuelle Zeit, die wir haben, spielt einer Kindheitserfahrung komplett ins Tor. Ja? Also das waren alles Themen, die ich dadurch wunderbar anschauen konnte, ne? die ich auch nicht dachte, dass sie wichtig sind. Ich hab sie nicht als Schatten erkannt, weil es gab keinen Auslöser. Aber jetzt haben wir wieder ganz viele Auslöser, ja, gehabt. So, genau. Und dann gehe ich da rein, dann ziehe ich mich auch gerne mal eine Zeit zurück und dann bleibe ich wirklich komplett für mich alleine. Und dann ist es mir auch egal, wenn es mir mal eine Weile nicht gut geht. Das ist auch okay, weil es geht nicht darum, dass es mir immer gut geht. Es geht darum, dass ich wirklich in mir aufräume und da, ich glaube, da braucht sich auch gar keiner schlecht zu fühlen, weil die Dinge, die passiert sind in der Kindheit, die sind ja nochmal passiert, da kann ja keiner was für. Und dass wir richtigerweise vieles auch verdrängt haben und uns Überlebensprogramme zugelegt haben, das war ja richtig und wichtig und gut. Das sind ja auch Eigenschaften, die wir dadurch gelernt haben, Fähigkeiten angeeignet haben, die wir auch nie wieder verlernen. Die gehören dann jetzt ja auch zu uns. Und es ist okay, wir werden immer etwas finden, glaube ich. Also nur die uns eben im Weg stehen, sollten wir entlarven und loslassen. Genau. Wie das Beispiel vorhin, wenn du nicht mehr fühlen kannst, weil du Angst bekommen hast vor den Gefühlen, dann darf das Programm angeschaut und gelöst werden, aber nicht grundsätzlich. Genau, richtig. Ja. Linda, was würdest denn du zum Abschluss noch den Menschen so mitgeben wollen, jetzt nach unserem Gespräch für diese aktuelle Zeit? Unsere Intention ist es ja auch wirklich, Mut zu machen und hier auch nicht nur als spirituelle Lehrerin aufzutreten, sondern eben auch als Menschen, als Frauen, als Mütter, die ja auch durch diese Zeit gehen. Was meinst du, was jetzt wirklich noch wichtig ist als Botschaft? Da gäbe es so vieles zu sagen. Vielleicht teile ich das, was ich bei mir jetzt mal wieder als Versprechen erneuert habe. Nicht so viel nachzudenken. Nicht so viel sich Sorgen zu machen in die Zukunft hinein. Weil klar, es können Dinge passieren in der Zukunft, die können ganz furchtbar sein. Das möglich ist das immer, aber dafür brauchen wir diese Krise nicht. Ja? Es kann immer irgendetwas passieren, was wir natürlich auch gerne vermeiden wollen. Aber wirklich im Hier und Jetzt zu leben und zu fühlen und Freude zu kreieren, eigenständig, die Zukunftssorgen erkennen und schauen, was kann ich tun, um dieser Sorge auch einen verantwortungsvollen Raum zu geben. Also gibt es etwas, was ich tun kann, damit diese Sorge nicht einfach so umsonst da war, ja, vergeblich. Und ansonsten dann wieder ganz, also das meinte ich vorhin auch mit dem menschlich, auch wieder als Mensch ganz normal zu leben, diesen Spirit in unser Menschsein hineinzubringen. Du hast es vorhin schön gesagt, was kaufe ich ein, was nutze ich an Kosmetik etc., wie bewege ich mich durch meinen Alltag? Also da wirklich ganz bewusst, voller Freude und mit Liebe im Hier und Jetzt. Und es wird alles gut kommen, ja. Auf jeden Fall, total schön gesagt. Und Liebe wäre auch mein Schlusswort gewesen, wirklich auch die Dinge zu umarmen, die wir jetzt gerade nicht gut finden, die wir gerade nicht lieben können auf dieser Ebene, die uns eher Sorgen machen. Wie ich dir gerade so zugehört habe, war es auch so, wie die Sorge personifizierst du in dem Moment auch und gibst ihr Raum, umarmst sie, sagst, okay, wenn ich dich ernst nehme, dann kaufe ich jetzt ein bisschen Reis und Nudeln, eine Petroleumlampe ein und dann aber bitte setz dich jetzt wieder ins Eck, weil ich habe andere Visionen. Genau. Ja, und das ist eine super Zusammenfassung von allem eigentlich, was ich auch immer gerne mitgeben möchte. Akzeptiere den Ist-Zustand, nimm den wirklich wahr, schieb nichts weg, aber dann wähle neu und achte darauf, dass deine Schöpferkraft wirklich in die Richtung fließt. Deiner Vision, wie du es wirklich haben möchtest. Genau, genau. Großartig, Linda. Ich danke dir von Herzen. Es war so schön. Dankeschön, ebenso.
Alles Liebe euch zu Hause auch. Wir hoffen, dass wir euch sehr motivieren konnten, da nochmal am einen oder anderen Rädchen zu drehen. Und natürlich verlinke ich alles von Linda, damit ihr sie überall finden könnt, wo ihr sie finden möchtet.